Oh ja, FC Bayern München. Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss von Robben, der Bender, der Bender. Ja, Manfredos Bender mit seiner Jüngkola-Fußballgott-Gedächtnisgrätsche hat einmal kurz die Wende eingeleitet. Ein Traum. Ich meine, ich bin kein Gehässigen, ne? Aber ist schon witzig, dass der Philipp Lahm und der Spanania ihr letztes Pokalspiel in der Allianz Arena gegen uns Borussen verloren haben. Ich meine, sie konnten dann wirklich nochmal Emotionen genießen, die Auswärtsfans. Man munkelt auch, dass Philipp Lahm am nächsten Tag mit Tränen kämpfend im englischen Garten beim Auslaufen entdeckt wurde, mit den Worten brummelnd: Wir waren das bessere Team. Naja, vor 3 Wochen war ich selber da, da war noch Lernprozess, wie unser Tuchel sagte, Bild-Zeitung, Note 6 für den Bildchen. Ja, die sollen erstmal lernen, die jungen Spieler vor so einer großen Kulisse in der Allianz Arena zu spielen. Ich sage aber immer, was nützt die größte Kulisse, wenn keine Stimmung ist, ne? Apropos Fans, ich bin eh gespannt, wie das aussieht. 8000 Leute am Marienplatz, herzlichen Glückwunsch zur Singlemeisterschaft, da geht richtig die Post ab. Wir werden mal wieder mit 150.000 am Borsigplatz feiern. Wunderbar, beste Pokalmannschaft der letzten 10 Jahre. Ja, und dann machen wir uns mal wieder bereit, ne, für die Hauptstadt, die in Schwarz-Gelb, um zu zwitschen. In dem Sinne, Berlin, Berlin, wir kacheln in Berlin. Prost, euer Bomballer.